Die Taten der Hamas werden bejubelt und Israel wird das Existenzrecht abgesprochen. Jüdinnen und Juden müssen heute mit der Angst leben, auf der Straße oder in jüdischen Einrichtungen angegriffen zu werden. In Restaurants, in Läden und ja, auch in Synagogen. Sie sind offenen Anfeindungen ausgesetzt und stellen sich vielerorts zu Recht Fragen wie: Wo sind wir denn noch sicher? Können wir unsere Kinder noch in die Schulen oder auf die Straße lassen? Oder geht das jetzt wieder los? Verehrte Anwesende, ich empfinde all dies als beschämend für unser Land und für unsere Gesellschaft. Wir dürfen so etwas nicht hinnehmen. Wir alle sind hier spätestens jetzt gefordert. Wir alle tragen dazu bei, dass Antisemitismus und Rassismus keinen Platz in unserer offenen und vielfältigen Gesellschaft findet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen uns außerdem darüber bewusst werden, dass sich Antisemitismus durch alle Schichten unserer Gesellschaft zieht. Nicht immer offenbart er sich auf so dumpfe und so eindeutige Weise wie in rechtsextremem Gedankengut. Manchmal mischt er sich auch in vermeintlich intellektuelle Debatten, versteckt sich hinter der Meinungs- oder Kunstfreiheit oder tarnt sich als politische Kritik. Kritik an israelischer Politik darf sich nicht in der Diffamierung des israelischen Volks entladen. Hier müssen klare Grenzen gezogen werden. Wir müssen darüber hinaus versteckte Symbole offenlegen, Verschwörungserzählungen widersprechen und Nazi-Parolen konsequent ahnden und, wenn nötig, auch strafrechtlich konsequent dagegen vorgehen. Dies gilt auch und gerade in Krisenphasen, in denen einige Menschen offenbar besonders empfänglich für die Stimmungsmache von Hassrednern und Agitatoren scheinen. Das war vor 85 Jahren fatal und das ist es heute ebenso.